Hallo Leute, heute würde ich mich gerne mal für diese Ali-Cola hier einsetzen, weil bei die Ali-Cola geht es ja, halt, gibt verschiedene Cola-Farbe davon, die sind in die Hautfarbe, die Menschen halt, aber natürlich schmeckt jede Flasche genau gleich, nur die sehen halt über alle anders aus, und das soll halt eben halt wieder bei uns Menschen halt eben widerspiegeln, weil es gibt ja schwarze Männer oder braune Menschen allgemeine, oder es gibt natürlich auch Leute mit einer Behinderung. Jeder ist zwar anders oder hat eine andere Hautfarbe, und dieser Cola soll da halt eben so widerspiegeln, aber jeder ist dann innere gleich, weil jede Cola, egal ob die weiß ist oder braun oder grau, jede Cola schmeckt auf jeden Fall gleich. Und weil es gibt ja genügend Personen, wie zum Beispiel Leute, Händel, die zum Beispiel etwas anders sind. Der eine ist zum Beispiel dunkelhäutig, der andere hat zum Beispiel eine Behinderung, und das soll diese Cola in den Menschen widerspiegeln. Und deswegen möchte ich gerne dieses Projekt hier unterstützen. Ich stelle jetzt einmal kurz die verschiedene Cola-Farbe vor. Einmal hätten wir hier die weiße Cola, die ich komplett weiß gehalte, aber natürlich auch eine Cola. Dann hätten wir hier die schwarze Cola, die ist ganz normal, so wie jede andere Cola auch, einfach in schwarz. Hier steht nochmal das Logo drauf, falls ihr hier sehen könnt, steht Ali Cola drauf. Dann hätten wir diese Cola hier, was genau ist das? Orange, könnte das sein, halbe eine orange Cola. Dann hätte wir hier eine hellbraune Cola, einmal von Ali. Dann hätte wir hier eine hellbraune Cola. Und dann zu guter Schluss hätte wir diese Cola hier, in diese Farbe hier. Das sind die Farbe, die diese Marke hier bereitstellt. Das ist eben die Bereitstellung von der Hersteller von dieser Cola-Flasche hier. Ich möchte mich gerne noch einmal bedanken, dass diese Bereitstellung hier geklappt hat, dass einmal der Hersteller mir die Cola-Flasche für dieses Video, für dieses Projekt von dieser Cola-Flasche einfach nur so unterstütze, weil ich finde ja richtig toll, dass der sich dafür einsetzen tut, weil er auch seine Werbevideo oder Werbespot hat er auch gesagt. Jeder ist, sag ich mal, innerlich gleich, aber jeder sieht anders aus. Der eine ist dunkelhäutig, der andere so, oder der andere zum Beispiel hat halt eben ein Handicap. Dass er eben die Gesellschaft, die sich eben, sag ich mal, sich daran orientieren tut und er halt eben nicht mehr andere Leute Mobbing tut, die irgendwie anders sind. Und ich möchte mit euch gerne mal live diese Cola hier probieren. Wir fangen einfach mal mit die weiße Cola an. Möchte ich halt mal gerne mit euch mal die Cola live probieren, dass ich euch eben zeigen kann, wie die Cola schmeckt. So, dann machen wir die einfach mal auf. Gut, dann sage ich mal Prost. Und die Links, wo man die Cola, sage ich mal, kaufen kann, seine Facebook-Seite, seine Webseite über die Cola, und ganz besonders, ihr wollt bestimmt wissen, wo man die kaufen kann. Die kann man bei Amazon kaufen, muss man einfach eingeben, Ali Cola, aber natürlich werde ich den Link über die Cola bei Amazon, genauso wie seine Facebook oder seine Webseite, werde ich mal unten in die Videobeschreibung packen. Könnt ihr gerne mal das Projekt auch mit unterstützen, like seine Facebook-Fanpage, lasst da gerne mal liebe Gruß da oder so, und könnt da gerne die Cola kaufen, und dann sage ich mal Prost. Okay. Diese Cola hier schmeckt auf jeden Fall gut. Muss man sagen, die schmeckt gut, und natürlich, obwohl diese Cola hier weiß ist, schmeckt die ganz normal, so wie jede andere Cola auch. Also, sie schmeckt ganz normal, gewöhnlich, wie jede andere Cola auch. Natürlich hat er sein eigenes, sag ich mal, sein Rezept für diese Cola-Flasche. Der hat da 3 Wochen vorher in seine Heimküche gewerkelt, wie man das genau machen kann, was die beste Methode ist.
Auf jeden Fall finde ich dieses Projekt geil. Unterstützt dieses Projekt doch gerne mal mit. Und könnt auch gerne, wenn euch das Video gefällt, lasst doch mal ein Like da. Teilt dieses Video. Dann sage ich mal, wir sehen uns bei das nächste Projekt. Bis dann, Leute, und haut rein!